So, da wären wir auch schon bei der zweiten Folge von Deathly Stillness. So, ja, wir nehmen wieder die gleiche Person, nur ein bisschen bauchfreier und wieder auf hart. Und die nächste Map. Let's go. Da scheint es auch schon direkt loszugehen. Moment. Okay. Okay. Immer noch Chapter 1, aber es wird wahrscheinlich einfach nur natürlich wie alles andere sein. Okay. Okay, also Zombies. Diesmal sind es 48. Und wir sind halt wieder in der Village. Wahrscheinlich, ich denke mir nicht, dass wir kurzartig zurücklaufen können. Oh, wenn das in Open World gehen würde. Das sieht mir schon so ziemlich geil aus. Klar, okay, man sieht jetzt, dass dann es nicht großartig weitergeht. Aber stellt euch mal das so noch viel weiter in weiterer Ferne aus. Wie auch immer. Ja. Ich denke, das wäre dann schon eine ganz andere Sache. Gut. Dann würde ich meinen, kümmern wir uns um Zombies. Da kommt auch schon einer. Das ging ja schnell. Okay, ich denke, wir werden jetzt einfach nach und nach die ganzen Häuser abgrasen. Und hoffen, dass wir dazwischen nicht irgendwie vorher verrecken. Oh, okay. Gut. Da ist noch jemand. Okay. Ja, dann krasse ich erstmal hier so. Ich höre schon wieder jemanden. Meine Güte, jetzt. Ich habe echt keine Ruhe. Das ist ja nichts. Ducken kann man, glaube ich, nicht. Man könnte auch Nahangriff machen. Das ist ja nicht. Also, was soll's. So, 42 sind noch. Und da sehe ich ein paar. Beziehungsweise ich. Ich höre ein paar. Moment. Ungünstig. Gut, schauen wir uns hier drinnen mal um. Ungünstig. Ich höre noch irgendwo jemanden. Oh, das macht mich kirre. Der ist wahrscheinlich direkt hier vorne. Muss mal mit dem Zung grabben. Ah, hier. Meine Güte. Sind die unentspannt. Okay. Ja gut, wenn man den ganzen Tag nicht so Butter hatte, ist das eigentlich gut verständlich. Gut, dann gehen wir mal direkt hoch. Ich merke gerade, es ist nicht hundertprozentig flüssig, aber ich kann das irgendwie verschmerzen. Hier nochmal. Boah, wenn wir noch wirklich 300 zusammenkommen, wirklich nicht viel verschwenden. Meine Güte. Warte mal. Nur mal so. Krasser Tür. Okay. Nee, ich dachte, die Umgebung wäre zerstörbar. Wollte man vielleicht mal probieren? I don't know. Nee, konsolide. Ah, klar. So, 37 sind es noch. So. Okay, dann schaue ich mal. Boah, hier sind ja keine anderen Spieler oder so. Nicht so wie bei Wazi. / Infestation. Oh, da hätte ich auch wieder Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich das so spiele, hätte ich echt Bock drauf. Ah, da ist der nächste. Und da wird. Meine Güte. Die sehen einen wahrscheinlich wirklich schon Entfernung her. Oder ich habe die versehentlicherweise irgendwie getroffen. Das kann natürlich auch sein. Ich höre.
Ich habe da neue meine getroffen. Die kommen auch langsam näher. Ich höre da und etwas, das irritiert mich. Oh, komm. Hier, komm. Oh, ich brauche wieder Munition. Okay. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich kann ja eigentlich hier ein Hotel aufnehmen. Sind da nicht so viele andere Spieler dabei wie bei WoW? Okay, ich muss mal hier wirklich nach Munition wieder schauen. Vielleicht wäre ich jetzt auch wieder ein bisschen unvorsichtig. Ich höre mehrere. Da draußen sind so 2 oder 3 Zombies mindestens. Aber ich brauche Munition. Deswegen schaue ich mich jetzt gerade ein bisschen mehr um. Oh ja, aber das ist eigentlich ganz solide. Damit kann man arbeiten. Okay, hier ist, glaube ich, jetzt nichts weiter. Sieht jedenfalls nicht so aus. Geh ich mal auf die andere Seite. Ja, da hinten sehe ich auch wieder weitere. Ich glaube, ich laufe einfach mal im Reihe um. Also, ich muss nicht in ein Hotel laufen, weil so wie es aussieht, das ist eben Kreisverkehr. Das heißt, dort wird wahrscheinlich so das Ende sein. Also, oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Oh, komm mal. Okay, da hinten ist auch noch jemand. Das war nicht klar. Gut, gut. Dann gehe ich mal hier rein, würde ich meinen. Ich höre da jede Menge. Na, komm, nimm auf. Viel zu unvorsichtig. Okay. Genau. Und als ich, es wird langsam wieder. Wow. Ich habe aber bald keine Munition mehr, wenn es so weiter geht. Und ich so unvorsichtig bin. Okay. Ah, hier haben wir nochmal. Nevermind. Okay. Oh, hier. Mal ein bisschen genauer schauen. Haben wir schon wieder fast 130. Alter. Der wollte Konkurrenz machen zu den Fischern von Film von Borsi. Falls es noch wer kennt. Okay. Ich denke, das oder da hinten das Haus wird so das letzte sein. Oder das, I don't know. Aber ich höre das meiste von dort aus. Keine Ahnung. Vielleicht ist das so. Vielleicht auch nicht. Aber schwer zu sagen, die beiden sind relativ gleich groß. Okay, komm mal. Ich hab jetzt hier auch nicht. Aber den Autos schien jetzt nicht zu sein. Oh, Moment, da hab ich noch gar nicht geschaut. Tada! Oh, es ist schon echt geil gemacht. Sieht richtig gut aus. Ich hab jemanden jetzt triggert. Okay. Moment.
kann es halt nicht wirklich ausmachen. Okay, ich gehe einfach mal rein. Die blockieren sich gegenseitig. Okay, ist ja nur ein Vorteil. Ja, die Tür war schon vorher so kaputt gewesen. Okay, nee, komm. Das ist nichts. Ruhe. Okay, hier haben wir nochmal... Oh, es geht noch weiter hoch. Okay. Wenn es aber so weitergeht, haben wir auch bald wieder 200 zusammen. Scheint nicht schwer zu sein. Wird langsam kritisch. Ja, mal schauen. Oh, hier ist aber jetzt nicht viel los. Oder hier oben waren die ganzen Zombies und die haben mich halt vorher irgendwie auf der Straße gesehen und sind da unten gelockt worden. Okay. Gut. Schauen wir mal. Okay, so jetzt sind wir wieder draußen. Haben wir den nächsten? Ja, come on. Boah, ist das so scheiße. Ich dachte, da auf dem Gelände wäre gerade jemand gewesen. Ich höre schon wieder von dort Geräusche. Wahrscheinlich habe ich unten Gerät oder so getriggert und jetzt wippt das auch verdammt oder so. I don't know. Okay. Munition. Wundervoll. Boah, ich will nachher noch, also direkt danach noch ein bisschen 4-2 aufnehmen. Und boah, ich merke aber gerade, dass wahrscheinlich mein Rechner heute zu lang an war oder so. I don't know. Aber ja, das bedeutet halt, ich werde wahrscheinlich gleich nochmal kurz aus- und anschalten müssen. Weil es doch ein bisschen ruckiger ist, als es gewünscht von mir wäre. Aber schon. So. Nehmen wir nichts weiter. Weil. Noch mehr. 260. 300 kriegen wir auch noch zusammen. Nein. Nein. Keine Challenge hier. So, es sind noch 9. Die scheinen alle jetzt. Hör mal zu, noch 3. Dann würde ich mein Gewand wieder zum Menü zurück. Ja, das war dieses sehr, sehr kurze Game. Also, keine Ahnung, ich hab's einfach nur gesehen und dachte so, es sieht spieltechnisch eigentlich ganz interessant aus. Also vor allem spaßig. Darauf gehe ich ja, ja. Deswegen habe ich das ja jetzt mir vorgenommen gehabt. Ja, ich bin gespannt, ob da noch irgendwie was kommen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass er da was geplant hatte. Ich
Kopf erwartet und einfach nur das so machen und halt zur Verfügung stellen, weil es auch, also es war ja nicht von Anfang an auf Steam gewesen und da hat er meines Erachtens, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat er das auf Steam gestellt, damit es auch andere Leute spielen können, also damit die Arbeit quasi auch nicht umsonst war. Ja, also entweder es kommt noch was oder nicht, also wenn, dann würde es mich freuen, aber ich meine, das, was hier sowieso schon abgeliefert wurde, ist sowieso schon genial. Also gerade, wenn man bedenkt, dass es von einer einzelnen Person ist. Gut, also vor allem in dieser Qualität. Gut. Was das von Deathly Stillness? Also ich wollte das einfach auch nochmal so auch noch mitmachen, weil ich ja schon seit längerem nichts mehr gemacht habe, weil ich halt gerade wieder am Musik wieder schneiden bin. Aber ja. Deswegen erstmal das, damit ich wieder ein bisschen einen kleinen Anfang habe. Wünsche mal bis zu den nächsten Videos, Musikvideos, Let's Plays, kurze Videos und so weiter. Ja, längere werden auch wieder kommen, aber ich werde erstmal wieder etwas Kürzeres dazwischen packen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.